Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir den Kreuzweg Jesu bedenken und mitgehen wollen, dann bedeutet das nicht, sich eine tragische Lebensgeschichte in Erinnerung zu rufen, sondern dann heißt das, sich fragen, was hat das Leben, Leiden und Sterben Jesu mit meiner Lebenssituation zu tun? Der Weg nach Golgotha war geprägt von Einsamkeit, Enttäuschung, Verurteilung, Zwang, Sinnlosigkeit, Gottesferne und Tod. Und damit ist dieser Kreuzweg und damit auch alle Sinnlosigkeit, alles Leiden eine große Herausforderung für uns Christen. In der Stille wollen wir einen Moment an die vielen Menschen denken, die im Dunkel leben, die sich allein gelassen fühlen, die große Angst haben, die schwer krank sind. Petrus, Jakobus und Johannes, der harte Kern der Jünger. Sie waren immer mit Jesus. Sie waren dabei, als er die Tochter des Jairus von den Toten erweckte. Sie waren dabei, als Jesus sie auf dem Tabor einen Blick auf seine göttliche Herrlichkeit schauen ließ. Und jetzt, da es ernst wird, schlafen sie ein. Nicht nur einmal, sogar dreimal. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind wir doch auch oft wie die Jünger. Da ist jemand, der uns braucht, der uns mitnimmt in eine ernste Situation, der auf uns bauen will. Und wir haben keine Kraft, keine Ausdauer, keinen Mut, keine Zeit, keine Lust mehr. Wie oft sind wir schlafende Jünger? Schlafende Jünger für Jesus, der mit uns Gottes Reich erfahrbar machen will, und schlafende Jünger für unsere Mitmenschen, die uns brauchen. Dieses Wort Jesu: Simon, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Trifft uns immer und immer und immer wieder. Die erste Station: Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zuerst will Pilatus Jesus freilassen, aber das Volk wird von den Verantwortlichen aufgewiegelt, weil sie Jesus für eine große Gefahr halten. Sie schreien: Kreuzige ihn! Um die Menschenmenge zufriedenzustellen und um gut vor den Menschen dazustehen, gibt Pilatus den Befehl, Jesus zu kreuzigen. Nehmt ihn! Ich habe nichts damit zu tun, ich wasche meine Hände in Unschuld. Christus, du nimmst ein ungerechtes Urteil an. Gewähre uns und allen Menschen unserer Zeit die Gnade, der Wahrheit treu zu sein und nicht zuzulassen, dass auf uns und auf allen, die nach uns kommen, die Verantwortung für das Leiden der Unschuldigen laste. Dir, o Jesus, dem gerechten Richter, sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Die zweite Station: Jesus trägt das Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz
hast du die Welt erlöst. Sie führen Jesus durch das Tor zur Stadt hinaus. Der Weg ist staubig, steinig und schwer. Menschen stehen am Rand. Manche gehen neben ihm her. Viele kommen herbei geeilt, schaulustige. Sie wollen sehen, was passiert. Sie wollen was erleben. Sie wollen dabei sein. Sie lachen, spotten und pfeifen. Jesus trägt das schwere Kreuz auf seiner Schulter. Es drückt ihn nieder, er stolpert und stürzt unter der großen Last. Die Leute stehen am Wegesrand und gaffen. Niemand ist da, der ihm hilft. Wir denken an die Menschen, die allein sind, die keinen Menschen haben, der ihnen beisteht. Wir beten für die, die nicht mehr weiter wissen, die nicht mehr aufstehen können, die wie gelähmt sind, die eine große Last an Sorgen zu tragen haben. Und wir denken an die, die sich aufgegeben haben, die angeblich nicht gebraucht werden, die sich nutzlos fühlen, deren Leben sinnlos erscheint. Das Kreuz ist Zeichen einer Liebe ohne Grenzen. Christus, du nimmst das Kreuz aus den Händen der Menschen, um es zum Zeichen der rettenden Liebe Gottes für den Menschen zu machen. Gewähre uns und allen Menschen unserer Zeit die Gnade des Glaubens an diese unendliche Liebe, damit wir das Zeichen des Kreuzes in unserem Leben hinübertragen und so glaubwürdige Zeugen der Erlösung sind. Dir, o Jesus, dem Priester und Opfer, sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Die dritte Station. Jesus fällt unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die normale Reaktion, wenn wir fallen, ist die, dass wir fragen, soll ich nicht Schluss machen? Hat das Weitergehen, hat Aufstehen überhaupt einen Sinn? Hat das Durchhalten, das Festhalten an einer eingegangenen Verpflichtung überhaupt einen Sinn? Was habe ich davon? Vielleicht sind Jesus selber solche Gedanken gekommen, als er unter dem Kreuz auf den Boden hingestreckt daliegt. Denn auch er war der Versuchung ausgesetzt, seiner Berufung untreu zu werden. In Lukas Evangelium Kapitel 4 heißt es, dass der Teufel nur eine Zeit lang von ihm abließ. Christus, du brichst unter der Last unserer Schuld zusammen und richtest dich um unsere Rechtfertigung willen wieder auf. Wir bitten dich, hilf uns und allen, die von der Sünde niedergedrückt werden, wieder aufzustehen und den Weg weiterzugehen. Schenke uns die Kraft des Geistes, damit wir mit dir das Kreuz unserer Schwachheit tragen können. Jesus, du bist von der Last unserer Schuld geschlagen. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Die vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz
hast du die Welt erlöst. Am Wegesrand stehen auch einige, die nicht lachen. Sie sind traurig und entsetzt. Sie können kaum zusehen, wie Jesus leidet. Sie haben Mitleid. Da ist auch Maria, die Mutter Jesu. Sie läuft auf ihn zu. Sie kommt ihm ganz nah. Sie kann ihm zwar nicht helfen, aber sie fühlt seine Schmerzen. Im Herzen geht sie mit Jesus mit. Er ringt seinen Blick von Boden los und sein Blick fällt in das Auge seiner Mutter. In den Augen der Mutter liest er die Bereitschaft, das Leid mit ihm zu tragen. Aber er liest in ihren Augen zugleich auch Sorge und Angst. Maria ist stark, aber sie ist angewiesen auf die Stärke ihres Sohnes. Und das lässt den Herrn die Antwort geben, er stärkt seine Mutter. Durch die Verantwortung für andere wird er zur Stärke aufgerufen. Wir denken an die Mütter und Väter, die sich um ihre Kinder sorgen, die mit ihnen leiden und die wie Maria fast vor Schmerz vergehen. Maria, du bist mit dem Sohn den Kreuzweg gegangen, dein mütterliches Herz von Schmerz zerrissen. Doch stets ein Gedenk deines Fiat-Ja-Wortes und in tiefem Vertrauen darauf, dass er, dem nichts unmöglich ist, seine Verheißungen erfüllen würde. Erwirke für uns und für die Menschen der künftigen Generationen die Gnade, sich der Liebe Gottes anheimzugeben. Gib, dass wir angesichts des Leidens, der Ablehnung und der Prüfung, auch wenn sie lange währt und bitter ist, niemals an seiner Liebe zweifeln. Jesus, deinem Sohn sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen.